Fertig. Ich sag, wann das fertig ist. Du sagst gar nichts. Ist fertig. Ey, wartet mal, hier ist noch ein Teil. Hallo, hallo. Guten Morgen hier aus meiner Küche. Wir wollen nämlich jetzt gleich backen. Der Alessandro möchte Nusshörnchen machen. Dazu habe ich euch auch mal ein Video hochgeladen. Und ja, ich freue mich schon, dem Alessandro zu helfen. Der liebt sehr zu backen, aber ich darf dann nichts davon probieren. Ja, so wird es sein. Der Alessandro ist dann heute auch auf Geburtstag eingeladen. Ich habe jetzt hier gerade noch was gebastelt. Und das letzte Mal war ein Gast hier bei Alessandros Geburtstag. Der hatte auch sowas und ich habe die Idee so ein bisschen abgeguckt. Ich fand es total genial. Jedenfalls sind hier so kleine Frösche drin. Dann habe ich Kinderriegel rein, denn es sollen Wetterfrösche sein. Die gehen da quasi die Leiter hoch und hier steht drauf ein paar Kröten für euch. Es sind nämlich Zwillinge. Ja, der Alessandro ist da schon ganz aufgeregt, dass er da heute hingehen kann. Wir werden in der Zwischenzeit in die Großstadt fahren. Ich möchte nämlich noch ein bisschen was kaufen an Deko. Und zwar habt ihr ja auf Instagram gesehen, dass meine großen Platzteller angekommen sind für Weihnachten. Ich habe da so eine bestimmte Vorstellung und zwar suche ich jetzt noch rosane Teller und noch so ein bisschen Deko. Und deshalb wollte ich kurz zu Depot. Dazu nehme ich euch auch mit. Außerdem wird es in diesem Video eine riesen Verlosung geben. Ich freue mich schon total. Und außerdem hat der Postbote mir noch dieses Schätzchen hier gebracht. Dazu wird es eine Verlosung auf Instagram geben. Und zwar am 1. Dezember. Also falls ihr mich da noch nicht abonniert habt, schaut gerne auf Instagram vorbei. Bleibt immer mit am Ball, dann habt ihr die Möglichkeit, so ein Schätzchen zu gewinnen. Und ansonsten komme ich gerade aus der Dusche. Meine Haare sind noch ganz nass, deshalb habe ich hier dieses Vogelnest drauf. Aber gut, ich wollte den Vlog jetzt beginnen. Der Max, der baut heute übrigens zusammen mit der Celine auch noch ein kleines Kinderbettchen auf. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Mein Mann, der ist ja noch auf der Arbeit. Und deshalb macht es wieder der Max. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Und los geht's hier mit diesem Bauch. Also ganz viel Spaß beim Video und los geht's. Wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I'll be home. So, der Alessandro macht die Hörnchen, die Nusshörnchen, und der Moritz hat Pancakes gemacht hier in unserem neuen Teilchen. Sehen lecker aus. Müssen wir fast mal drehen. Nicht, dass die anbrennen. Jawohl. Drinking hot wine by the fire. Don't care of anything else. It's Christmas and some kind of love, my friend. I pray it will never end. Do you like to be here too? It's Christmas. Outside snow's glistening. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Oh, it's such a charm. Got you up in my arm. There's nobody at the door. You said I wish this will never be over. Darling, it's time for your present. So, ihr habt es gesehen, die Nusshörnchen sind fertig. Oh mein Gott, es riecht so, so gut hier. Stativ steht schon bereit. Der Max ist hier schon mit der Celine. Die haben sich schon alles soweit bereitgelegt. Die beiden fleißigen Helferlein. Und die bauen jetzt das kleine Kinderbettchen auf. Und ich würde sagen, in der Zwischenzeit zeige ich euch, was angekommen ist von Mamarella. Und dazu darf ich ja auch was verlosen. Aber jetzt zeige ich euch erstmal, was angekommen ist. Und dann kommen wir auch zur Verlosung. Hier ist das Outfit für das Baby zu Weihnachten. Ich finde, das geht für Mädchen sowie für Jungs. Oh mein Gott, ich habe das vorhin schon gesehen. Und ja,
ganz emotional mal wieder. Meine Schwester war zwar ein bisschen beleidigt, weil sie das Outfit kaufen wollte fürs Baby, aber sie wird dann einfach die Söckchen kaufen. Und ansonsten habe ich hier jetzt noch was richtig Cooles und man kann es mehrfach einsetzen, also zu einem Schal, dann zu einem Stilltuch, man kann das Baby pucken damit. Also mehrere Sachen kann man damit machen. Habe ich auch schon ausgepackt, finde ich vom Stoff auch total edel. Und jetzt kommen wir zum absoluten Schätzchen und zwar dieses hier. Was für ein Intro. Herzlich willkommen. Nee, wie geht's? Hallo meine Lieben. Was hab ich denn? Herzlich willkommen zu den Heimwerkers. Der Max verarscht mich. Also kommt drauf an. Ja. Bella ist heute unser Maskottchen. Und die Celine macht mal wieder die ganze Arbeit und du stehst nur rum. Das habe ich mir schon gedacht. Ich bin der Entertainer. Max! Was denn? Max macht Belastungstest. Max, da kriegt das Baby Kopfweh. Alter, das ist echt volles Trainingsgerät. Weihnachtsgeschenke sind angekommen. Wir sind jetzt soweit ready. Ein bisschen viele Punkte heute, ne? Da ist der Max. Wo geht ihr hin, Max? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay, keine Ahnung. Also, hier ist der Teller, von dem ich euch vorhin erzählt habe. Dazu möchte ich eben jetzt noch rosane Teller, deshalb nehme ich den mit. Und das hier habe ich bei Aldi gekauft. Hier ist noch meine Leonardo-Bestellung. Dazu werde ich jetzt aber in diesem Video nicht kommen, das mit euch auszupacken. Zeige ich euch aber sehr, sehr gerne noch meine Deko. Genau, und jetzt muss ich los. Ich bin auch schon völlig außer Atem. Kennt ihr ja von mir. Mein Mann ist nämlich schon unten und wartet. Also, los geht's. Ich mache mir Spaß. Wir schauen gerade wegen Kopfhörer für den Lucky. Eigentlich wollte ich ja nach Tellern schauen. Wo sind wir? Bei Mediamarkt. Bei Ende. Ich finde leider keine rosanen Teller, aber ich habe welche bei Impressionen gesehen. Das ist jetzt meine letzte Möglichkeit sozusagen. Also ich hatte jetzt eigentlich große Hoffnung hier im Depot, aber ich habe leider nichts gefunden. Schade. Dafür habe ich ganz viele andere schöne Sachen gesehen. Mist. Zweimal. So, ich ärgere mich jetzt gerade ein bisschen, weil ich bei Depot nur die Hälfte bekommen habe von dem, was ich wollte. Jetzt muss ich es doch im Internet bestellen. Jetzt sind wir extra hierher gefahren. Aber gut, jetzt bin ich gerade bei H&M und kaufe mir Stil BH. Zeige ich euch jetzt nicht. Aber die haben schöne hier. Wahnsinn. Da ist der Lucky. Alles schon voll weihnachtlich geschmückt hier, ne? Schön, oder Lucky? Ja. Mega. Auf geht's wieder nach Hause. Hello, hello, da bin ich wieder. Ich habe mich gestern gar nicht mehr bei euch gemeldet. Sorry dafür. Wir sind so ultra spät erst nach Hause gekommen. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich führe den Vlog einfach heute weiter. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Nicht wundern, da ist noch die ganze Deko irgendwie. Bring ich es nicht übers Herz, das wegzuräumen. Ich finde es irgendwie noch süß von Lissandros Geburtstag. Ich war bei Depot auch noch, habe zugeschlagen, kann ich euch auch gleich noch zeigen, die Sachen richtig schön für Weihnachten und bei DM war ich auch noch. Ansonsten habt ihr ja gesehen, dass der Max das Bettchen zusammengebaut hat mit der Celine. Ich finde das so, so süß. Ich bin so verliebt. Ich habe jetzt auch schon alles gewaschen, gebügelt und habe es jetzt schon mal schön reingelegt. Hier ist übrigens die Decke meiner Schwester. Die ist jetzt schon, ja, 29 Jahre alt. Alle meine Jungs hatten die und deshalb jetzt auch für das Baby. Ich habe jetzt hier zusätzlich noch ein Spucktuch einfach mit rein, damit das Spannbetttuch nicht gleich schmutzig wird. Und wundert euch nicht über diesen blauen Stern, der war mit dabei und deshalb habe ich ihn einfach schon mal dran gemacht, weil ich finde, dass es auch für Mädchen passen würde. Ja, finde ich total süß, echt. Ich bin total verliebt. Und ansonsten sind unsere Nusshörnchen auch schon fast leer. Die riechen so, so lecker und ich muss die ganze Zeit dem Ganzen widerstehen. Da haben mich auch ganz viele auf Instagram gefragt, wie ich das denn schaffe.
Wenn ich so viel Leckeres koche und backe, ganz ehrlich, es fällt mir natürlich auch total schwer. Also ich würde auch am liebsten eins nehmen. Für alle, die es nicht wissen, ich habe Schwangerschaftsdiabetes und deshalb vermeide ich sowas natürlich, aber ich mache es für meine Männer trotzdem, damit die auch schlemmen können. Außerdem habe ich ja nicht mehr lange und es gibt definitiv Schlimmeres. Ja, dann hier ist ja noch das Paketchen von Mamarella. Wollte ich euch ja auch noch davon erzählen. Ich habe da ja eine mega Verlosung für euch. Da kommen wir jetzt am besten mal dazu, bevor ich euch die Sachen von Depot zeige. Und zwar wird alles immer ganz, ganz schön verpackt. Es macht so viel Spaß, das dann auszupacken. Das ist mit so viel Liebe. Und hier ist ja das Outfit vom Baby zu Weihnachten. Ich zeige euch das dann auch nochmal, damit ihr es besser sehen könnt. Ich finde es so schön. Und dann habe ich hier noch was richtig Cooles. Und zwar ist es so ein Wickeloberteil. Ich habe mir das auch schon durchgelesen. Und zwar ist es ein Skin-to-Skin-Top. Da muss man einiges beachten. Also es ist kein Tragetuch, sondern es ist einfach nur dafür geeignet, dass wenn man quasi auf dem Sofa liegt, auf dem Stuhl oder ja, auf einem Sessel, das Baby quasi ganz, ganz nah bei sich hat, das Ganze wickelt, aber nicht als Tragetuch geeignet ist. Also das wird dann gefährlich. Aber ich freue mich schon drauf. Ich könnte es jetzt auch schon tragen. Es passt mir auch. Und dann eben, wenn das Baby da ist. Dazu hatte ich euch ja schon was gesagt gestern. Da freue ich mich auch schon drauf. Aber am meisten, wirklich am meisten, freue ich mich über diese Erfindung hier. Das ist so, so krass. Also das gab es bei meinen Jungs nicht. Hier habe ich nochmal so einen extra Beutel. Und zwar ist es ein Parka. Der sieht so aus. Und der ist getragen, so, so kuschelig weich. Das Geniale aber an diesem Parka ist, und jetzt Achtung, da ist so ein Einsatz, den man sich mit dem Reißverschluss quasi dran macht. Und wenn ich das Baby dann im Tragetuch habe, kann ich mir diesen Einsatz reinmachen und bin schön warm eingepackt und kann damit spazieren gehen. Wie cool ist das bitte? Wie gesagt, das gab es bei meinen Jungs noch nicht. Und ich freue mich riesig drauf, denn ich möchte ja das Baby so viel wie möglich dann eben auch draußen tragen, damit ich den schweren Kinderwagen nicht immer aus dem Auto heben muss, wenn ich mit der Bella dann Gassi gehe im Wald. Und so ist jetzt mein Plan. Ich hoffe natürlich, dass ich ein Tragebaby dann auch bekomme. Wenn es dem Baby nicht gefällt, dann ja, kann ich den Parka aber trotzdem nutzen. Und jetzt kommen wir zur Mega-Verlosung für euch. Und zwar darf ich einen Stillpullover verlosen. Das wäre quasi der erste Preis. Richtig mega genial. Ich verlinke euch dazu sowieso alles unten in der Infobox. Also ich bekomme dafür kein Geld, ne? Nur zur Info, dass ich euch das mal sage. Ich finde es aber richtig schön, dass ich die Möglichkeit habe, denn ich weiß, dass auch ganz, ganz viele Mamas oder zukünftige Mamas zuschauen und deshalb ja, freue ich mich drauf. Also wie gesagt, das ist der erste Preis. Und als zweiten Preis gibt es diesen wunderschönen Strampler. Schaut mal bitte, wie süß der ist. Oh mein Gott. Babys erste Weihnachten hier in so einem richtig, richtig schönen Strampler. Wie gesagt, meine Schwester war ja ein bisschen beleidigt. Habe ich euch, glaube ich, schon erzählt. Aber ja, das ist dann der zweite Preis. Ich schreibe euch alle Teilnahmebedingungen mal unten in die Infobox, damit es keine Missverständnisse gibt. Also falls ihr den Stillpullover bzw. Umstandspullover gewinnen möchtet, dann kommentiert einfach mit dem Link, welcher euch eben am besten gefällt, mit der Größe. Und dann wünsche ich euch schon mal ganz viel Glück. Wenn ich mal anfange zu reden, ne, höre ich nicht mehr auf. Ich habe gerade gemerkt, dass es ziemlich lang geworden ist. Ich hoffe, es ist trotzdem in Ordnung. Also ganz, ganz kurz zu meinem Depot-Haul, wie es halt immer so ist. Ne? Man hat ja eine ganze Menge, auch zu Weihnachten natürlich in den Kartons. Dann ist man bei Depot und denkt sich so, oh, das ist aber süß und das ist schön und ich könnte mal eine andere Farbe zu Weihnachten nehmen. Wem geht's genauso? Sagt mir bitte, dass das bei euch genauso ist. Ja, schreibt es mal unten in die Kommentare. Also, ich packe das mal schnell aus, zeige es euch und dann sehen wir uns gleich wieder. Also hier jetzt erstmal ganz kurz die Sachen von DM. Und zwar habe ich mir Chiasamen mitgenommen, dann mein liebstes Shampoo. Bei H&M habe ich noch Socken gekauft und ein Still-BH.
Und dann diese Teile hier, weil ich an die große Fensterfront Kugeln hängen möchte. Und dann habe ich noch dieses Sensitive Gel eben für die Waschküche gebraucht, jetzt speziell fürs Baby. So, ich habe das mal hier rüber gestellt. Also das habe ich mir jetzt bei Depot gekauft eben gestern. Ich habe mich für rosafarbene Kerzen entschieden. Ich finde die total schön. Das ist übrigens der Leonardo-Teller, mit dem ich ja auf der Suche nach kleinen rosanen Tellern war, keine gefunden habe. Ich habe jetzt welche bei Impressionen gekauft. Also wenn sie da sind, kann ich sie euch ja dann zeigen. Ansonsten habe ich mir noch diese wunderschönen Kugeln hier mitgenommen mit den Perlen dran. Hier steht Merry Christmas. Auch richtig, richtig schön. Und hier mit der Feder zum Beispiel auch schön. Da ist nochmal eine mit Perlen. Dann habe ich mir noch so kleine hier gekauft. Die sind auch total süß. Und diese Rose hier noch, weil ich das bei denen im Schaufenster gesehen hatte. Deshalb habe ich es mal mitgenommen. Hier diese Orchideen. Und dann hier noch sowas. Ja, ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, ob ihr sehen möchtet, wie ich meinen Adventskranz mache. Lasst mir dazu sehr, sehr gerne Feedback da. Dann würde ich euch das separat nochmal abdrehen. Dann habe ich hier noch so Kugeln, hier wieder so Blumen, die kann man dann so dran klippen. Und Bänder habe ich auch noch mitgenommen, und zwar zum einen dieses hier und dieses hier. Alles rosa irgendwie, ne? Ach, und hier ist noch ein Schutzengel, den möchte ich noch in den Adventskalender für meine Freundin packen. Fand ich auch total süß. So, meine Lieben, ich mache mich jetzt so langsam mal ready. Ich habe nämlich jetzt gleich einen Friseurtermin. Es kommt wieder ein Stückchen ab. Da freue ich mich schon, denn das letzte Mal hat sie es so toll geschnitten. Also mir hat es total gut gefallen. Und wer weiß, wann ich das nächste Mal beim Friseur sitzen darf, dann mit Baby. Es wird ein bisschen schwierig. Deshalb mache ich das heute. Denkt an das Gewinnspiel. Alle Infos unten in der Infobox. Ich hoffe, ihr freut euch. Ansonsten könnt ihr diesen Kanal kostenlos abonnieren. Dann verpasst ihr auch nicht, wann sich das Mäuschen auf den Weg macht. Ich bin selbst natürlich auch schon total gespannt. Gar keine Frage. Und ja, ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Geht's wieder los? Wir sind noch nicht fertig. Wir bauen erstmal Werkzeug. Ja, dann hol's. Wow. Richtig edel. Warte, ich mach's ja nach genau. Oh, jetzt haben wir noch mit der Radl das Ding. Die machen das oben. Überall. Und was mit dem? Ich bin zufrieden. Die machen das so. Soll ich den Himmel mal holen? Ja, hol meine Pimmel. Du bist unmöglich, Mann. Es wäre auch nicht schlecht, wenn du das Baby schon da hättest, weil dann könnten wir das hier gleich mal reinnehmen. Ja, genau. So ist es irgendwie langweilig. So, das habe ich schon gewaschen. Das habe ich schön gebügelt, ordentlich, bitte. Ich habe aber noch ein anderes. Ne, das ist zu lang. Ich habe so. Oder doch? Ich schicke den Himmel nicht. So. Zeig mal. Du musst es so machen. So, warte mal, das muss hier wieder weg. Das ist ja. Du, halt mal. Ja, genau. Zieh weg. Soll ich mal das andere holen? Ja, nee.